So, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Black Ops 3. Ich habe mir jetzt gedacht, wir machen es mal anders. Ich werde jetzt erstmal kein, doch Gameplay zeige ich, aber kein Live-Commentary, sondern es gibt hier diesen coolen Modus, und zwar ist das der Kinomodus. Da kann ich Spiele, die mir relativ gut gefallen haben, kann ich mir nochmal angucken. Also generell alle Spiele kann ich mir nochmal angucken. Und ja, da habe ich mir ein paar markiert, die cool waren, glaube ich zumindest, wenn ich das irgendwo finde. Genau. Alles klar, warum ich auch immer das markiert habe. Von daher werde ich die zwei werde ich jetzt, oder eins werde ich erstmal kommentieren und dann schauen wir mal, ne? Freitag 23:32 Uhr. Boah, er lädt es runter. Dann schauen wir uns das mal an. Gib ich ein bisschen meinen Senf dazu und dann war es das schon wieder. Ich glaube, das war eine Killstreak von 21 oder so, die ich da hatte. Ach, Querium-Herrschaft, genau, es war Hardcore-Herrschaft, genau. Genau. Da war ja was. Da habe ich auch mit ein paar Kollegen gezockt, glaube ich. Ja. Start. Ja, wie gesagt, das machen wir jetzt erstmal so, weil sonst habt ihr, weiß ich nicht, habt ihr Gameplay, was total für'n Arsch ist und ist ja auch scheiße. Außer ich spiele natürlich wieder mit ein paar Kollegen, ne? Da kann ich dann sogar Controller beiseite legen. Wie entspannend. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, meine Freunde. Genau, Doppel-DP war da in dem Moment. Kann ich das irgendwie wegmachen? Das läuft viel zu schnell. Hilfe, 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 Hilfe. Oder es läuft normal. Steuerung hat ausschalten. Hat ausschalten. Ach so. Kamera wechseln, Steuerung. Scheiß drauf, lass. Basismodus. Ach, das bin ja ich. Und dann schauen wir mal, ne? Ist ja scheiße, dass man das alles sieht. Nummer 1, Jungs. Ach, die Diakuta schon mal schickes, ne? Nummer 2, Verelmt des Todes. Das ist schon cool, wenn man sich das so angucken kann. Frame Drop of Doom. Bravo ist abgesichert. Ja, hallo? Ach, dank Performance Patch kann ich jetzt auf maximalen Settings spielen. Wow. Ob man es jetzt in der Aufnahme sieht, glaube ich nicht, aber so selber sieht man es schon. Oh Gott, Junge, kauf dir eh. Jetzt sieht man es nicht, aber es war Hardcore. Warum man es nicht sieht, keine Ahnung. Weil da sieht man auch, wie schnell die Gegner halt droppen. Da. Oder was? Kein Hardcore? What the fuck? Nee, es war kein Hardcore. Doppel-Ripper-Kill. Zack. Oh, ich muss schon wieder so aufstoßen. Scheiß Monster, ey. Ja, kann ich auch schauen, wie die. Ja. 8-1 steht's gerade. Hellstorm ist ready. Alles Magazin verknallt. Achtung, Junge! Junge, 9-1 müsste es jetzt stehen. Ah, und jetzt wurde ich nervös, weil ich 15 Punkte vor Geist bin, genau. Da habe ich mit dem Teamkollegen ein bisschen geschwatzt, so wegen, lass dir mal irgendwo einen Kill oder so. Das weiß ich noch. Und danach sterbe ich, genau. Dem Kill bin ich auch am Arsch. Ne, das wird ein Assist, oder? Genau, ein Assist wird das. Genau, da war der Assist. Jetzt kommt der Geist. Und ich glaube, jetzt muss ich auch sterben, Alter. Ah, auf was in der Streak bin ich jetzt? 11. 13. Och Gott, das war aber dumm. Das ist schon interessant, wenn man sich das nochmal so anguckt. Der killt Streak. 14-1. Und da wird der Geist gegeiert. Hurensohn. Hab ich nicht gesagt. Nee, er lebt noch. Weil, wie das Vieh einfach kaum Kills macht, oder? Da habe ich schon wieder die nächste Drohne ready. 95 vor Hellstorm und Frame Drop des Todes. Das hat schon im Spiel nicht, das weiß ich noch genau. Boah, was droppen denn die Frames so? Krass. Gnadenlos. Sprich, 10er Streak mit der Waffe nur. Und komplett bin ich auf 16er Streak. Und da kommt die nächste Hellstorm.
Wieso hab ich schon da oben, Alter? Ich bin auch behindert. Ja, ich war nervös bestimmt. Tada! Jetzt 17-1. Alter, wieso camp ich denn, Alter? Da ist einer! Oh. Oh, also ein Tod wäre verdient gewesen. Oh, so. Ne? Jetzt steht es 18-1. 19-1. Das müsste der sichere Tod sein. Ich weiß. Boah. Und kommt 20. LOL! Boah. Und tada, 20-1, Jungs. Und der nächste Geist ist ready. Und die Runde ist vorbei. Ja, das ist die erste Hälfte vorbei. Interessant, man sieht gar nicht die Abschusskamera, die letzte. Das war in dem Fall auch ich, weil hat man ja gesehen, der letzte Abschuss und zack, Ende war. So, jetzt habe ich noch einen Geist im Petto, was übrigens der zweite ist. Sprich, ich hätte ein Mutterschiff haben können. Hätte ich es dabei gehabt, dann, ja, ne, wäre schön gewesen. Aber naja. Man konnte schon ahnen, dass so ein No-Hand wie ich ein Mutterschiff kriegt oder kriegen könnte. Schön interessant, jetzt hat man zum Beispiel Datum nichts gesehen. Das ist schon. Da, Junge! Jetzt sterbe ich bestimmt. Safe, tot ist das, Mann. Ja. Genau, das war der rechts, links, rechts. Ah, genau. Pass auf. Da. Guck. Und tot. Das war's, meine Freunde. Das war's. Das war also ein 20-1, bevor ich jetzt zwei miteinander gestorben bin. Ja, da gibt's eigentlich nichts mehr zu zeigen. Außer es ist 20-1 und ich glaube, dann zeige ich lieber das andere Gameplay nochmal. Weil das war, wie gesagt, das war's ja schon. Hab ich, weil, keine Ahnung, andere laden hoch, weil ich von wegen 60-1 oder 60-2 oder Doppelnuklear. Hier, das ist mir egal. Ich bin auf das bisschen, was ich da gerade hatte, bin ich echt stolz. Es war keine No-Hands als Gegner, sondern es waren ordentliche. Glaube ich zumindest. Ja, doch, es waren ordentliche. Und ja. Dann hat schon noch eins markiert irgendwo. Aber eins war hardcore, manch. TDM, genau. 6 Minuten lang ging das. Das können wir komplett gucken. Ein Team Deathmatch, was nur 6 Minuten ging. Da kann man sich schon denken, was da so abging. Ah, interessant, wie schnell das downloadet, hä? COD-Server speichern einfach jedes Spiel, das ist krass. So, nächstes. Ich glaube, das war auch wieder mit ein paar Mates zusammen, glaube ich. Oder was, alleine? Das kann ich ja gucken. Das kann ich ja gucken, ne? Ja, ich hatte Fape drin. Und es hat so gepasst, dass ich in dem Moment Fape reingemacht habe. Das ist just for fun. Aber es ist alleine. Es ist ohne Kumpels. Beziehungsweise Bekannte oder Mates, whatever. Ihr seht hier die Webel. Diamant. Ah, genau. Ich habe mich so ein ekelhaftes Haus vercampt. Jetzt weiß ich es wieder. Aber ich finde ja auch in TDM eine hohe Killstreak. Das ist. Ausgeschaltet. Natürlich nicht schwer. Aber es ist schwer, eine hohe Killstreak aufzubauen, weil bei 75 Kills ist einfach Ende. So, 2 Kills. Okay. Was ist hier los? Ja, sowas ist doch immer schön, ne? Super, echt. Oh, Mann. Ist natürlich schlimmer, wenn es im Spiel selber passiert. Aber das war jetzt schon wieder unnötig. Leck mich am Popo. Ah, wo ist es jetzt? Da. Ich muss das schon wieder runterladen, oder was? Nee, das lädt voll schnell. Und noch 100%. Start. Spul ich jetzt vor. Ja, Call of Duty Black Ops Server, ne? Besten Server ever, Junge. Chaka.
Chakalaka Fakadu. Schneller Vorlauf. Das ist bestimmt auch gut. Schneller Vorlauf. Schneller Vorlauf. Ratter, ratter, ratter. Hier waren wir ungefähr. Nein, nein, nein. Okay. Ah, weiter. Alles klar. Jetzt sind wir 1-0. 1-0. Nee, 2-0. Wieso ist der andere gelb? Fuck off. Zweier Streak. 3. Das war auch kurz. Sieht man das Level? Nein. Kurz nach Prestige drücken. Deswegen habe ich auch nur Talon, Hellstorm und Drohne dabei. Ja, Blutrunst scheiß wohl 5-0, oder? 5-0, Jungs. 6, 7, 8. Und campen. Ah, erstmal Hellstorm, genau. Oh, das sieht gut aus. Nur ein Erwisch. Bitter, bitter, bitter. 9-0. Naja, gut, war das jetzt gecampt. 10-0. 11-0. Oh, das sieht dann tot aus. Nein, schön. 12-0, oder? 11-0? Okay, mit 10 habe ich wohl nicht so. Talon ist schon scheiße, Mann, ey. Oh, kritisch. Ah, gnadenlos. Sprich 10er Streak mit der Waffe. Ah. Komm, Digga, mal weiter. Was ist los da? Nein, 3 zu 0. Ich lasche mit einer 20er KD, bin ich glaube ich raus. Ich weiß nicht mehr. Talon ist normal abgestürzt oder wurde die abgeschossen? Ich glaube, die ist so abgestürzt. Oh Junge, was machst du denn da? Mach doch ein bisschen Action hier. Irgendwie diese vorsichtige Spielweise ohne Grund. Streaks von Eier alle draußen. Oh, oh, da oben, da oben, da oben. Boah, Frame Drop hatte ich im Spiel ohne Scheiß nicht. Und schon wieder zwei Ripper geholt. Oh. Na gut. Das war kein Camp, oder? Ich wusste halt, dass er kommt, glaube ich. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß. Oh, schriech ein Triple. Ja! Schönes Ding, Junge. Wie viel steht's? 19-0. Und 20-0. Skrupellos. Skrupellos ist, glaube ich, 15er Abschuss, ohne zu sterben. Also nur mit Waffe halt. Und da ist die zweite Talon. Das wäre, glaube ich, auch wieder ein Mutterschiff geworden, oder? Ja. Ich sollte einfach mal ein Mutterschiff mitnehmen. So auf gut Glück, ey. Und auf Mutterschiff schützen, glaube ich. Guck mal, jetzt steht jetzt einfach 22-0. Oh gut. 22-1. Quote 24. Das ist nicht schlecht. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir das Spiel überhaupt gewonnen haben, ey. Ich muss mir vorstellen, dass einer dabei, der hat jetzt 24-1 und es steht einfach 49-39. Da war ich schon hier 2-13. Das sind Teammates, ich weiß nicht, Alter. 25-2. Da hatte ich doch keine. Ja, ich habe keinen 20er PD gehabt, das wäre jetzt zu krass, Mann. Nee. Na, die Talon, die ist schon wieder gut. Ich bin 27-2. Ich finde immer, wenn du 30 Kills plus hast in TDM, das ist schon extrem. Wenn du mehr wie 30 Kills in TDM hast, das ist schon. Oh! Ah, Digga, das war. 28-3. Ach, das TDM spielt schon am liebsten. Herrschaft, da campen sich alle so die. Weiß ich nicht, die Eier wund, das ist der Wahnsinn, Mann. Finde ich nicht so cool. Wie es leckt, aber nur im Kino. Keine Ahnung warum. Krass. Drop einfach die Frames. Wie viel steht's? 31-3. Alter.
Du bist schon brutal, Junge. Das, ja, jetzt kann man natürlich die Level von den Gegnern nicht sehen, aber es war auch keine No-Hand-Lobby, das weiß ich noch auf jeden Fall. Ich finde eh gegen... Was heißt No-Hand-Lobby? Es war eine No-Hand-Lobby, sonst wäre mein Ding jetzt nicht so gewesen. Mein KD. Aber zum Beispiel gerade ein goldener Spezialist, und das zeigt ja nur, dass starke Gegner da waren. Beziehungsweise hohes Prestige-Level. Das hat ja auch nichts auszusagen. Ich bin auch schon Prestige 5 und bin trotzdem noch ein No-Hand, Alter. Oh, letzter Abschuss sogar. So, 35-3, was willst du mir? Und das ist ein Easy-Fragezeichen. Ja? Das bosshaft ist das, meine Jungs. Also, das war's dann. Dann danke fürs Zuschauen und dann, ja, im nächsten Part gibt's wieder mal ein Case-Opening, weil ich habe 160 Stück. Glaube ich sogar mehr. Ich schaue nochmal kurz nach, um euch ein bisschen darauf schwitzen zu lassen. Und ich habe 167, alles klar, 16 Kisten in der nächsten Folge. Also dann bis zum nächsten Part. Tschüss.